Also, du musst jetzt ins Gefängnis, Marlon. Verfick dein Scheiße nochmal! Ihr glaubt nicht, was passiert ist, Freunde. Ich hab es vorausgesagt. Marlon hat endlich das bekommen, was er verdient hat. Ey, falls ihr nicht wisst, wer Marlon ist. Marlon hat hier so viel Scheiße gebaut, ne? Und er hat ja auch Sozialstunden bekommen. Weil er hier einem Kind richtig viel Scheiße angetan hat. Also richtig was Illegales. Der hat seinen Computer mit einem Virus infiziert und so weiter. Auf jeden Fall hatte er Sozialstunden bekommen und ein Schulkamerad von ihm ist auf mich zugekommen. Und ich hatte ihn auch gefragt, ob ich das Ganze aufnehmen darf. Er meinte aber, er möchte das nicht. Deswegen sage ich euch jetzt gerade quasi das, was der Schulkamerad von Marlon mir erzählt hat. Marlon muss jetzt nämlich ins Gefängnis. Es ist so krass. Ich erzähle euch da gleich noch mehr zu. Der Schulkamerad wollte, wie gesagt, nicht, dass ich ihn aufnehme, weil er Angst hat vor Marlon. Kann ich auch verstehen. Marlon hat so unfassbar viel Scheiße gebaut. Also wirklich, es ist nicht in Worte zu fassen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert gerne und schaut euch die alten Marlon-Videos an. Wie gesagt, ich kann euch auch sagen, warum Marlon ins Gefängnis muss. Marlon ist nämlich nicht zu seinen Sozialstunden gegangen. Falls ihr nicht wisst, was Sozialstunden sind, das bekommt man, wenn man was Illegales gemacht hat. Und da muss man halt was für die Allgemeinheit tun. Was man da genau tun muss, weiß ich jetzt nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall, man bekommt das, wenn man was Illegales macht. Und wie gesagt, der Schulkamerad hat mir das erzählt und er muss jetzt ins Gefängnis. Das ist jetzt nicht, er muss jetzt nicht für einen Monat oder zwei Monate ins Gefängnis. Er hat mir das so erklärt, er weiß das selber noch nicht genau. Wir werden auf jeden Fall gleich noch Marlon dazu näher befragen. Ich habe nämlich Marlon organisiert. Er ist jetzt hier gerade auf dem Teamspeak, wartet auf mich, weil er denkt, dass ich mit ihm zusammen einen Hack-Client machen will. Ich wollte nämlich schön, dass er schnell hierher kommt, als ob ich mit Marlon zusammen einen Hack-Client machen wollen würde. Ey, das wird so krass. Wir werden Marlon gleich befragen. Und dann würde ich sagen, dann geht's auch schon los. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr denkt, dass Marlon diese Strafe verdient hat. Und schreibt doch auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr Marlon noch gönnen würdet. Also ich würde sagen, das ist jetzt auf jeden Fall die Quittung für das, was er die ganze Zeit hier macht. Ich freue mich so dermaßen, weil ich es zu Marlon auch die ganze Zeit gesagt habe. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange, sondern move Marlon jetzt hoch und fragen ihn einfach mal aus. Es wird so krass, Freunde. Let's go. Übrigens, Freunde, wie gesagt, ich habe ihn hier unter einem falschen Vorwand hergeholt. Er denkt, ich möchte mit ihm einen Hack-Client machen. Wie gesagt, würde ich niemals machen. Aber wir verarschen ihn noch mal ganz kurz vorher damit. Und dann werden wir ihn darauf ansprechen, dass er ins Gefängnis muss. Ich würde sagen, ich move ihn jetzt hoch. Es wird so lustig, Freunde. Schaut euch das auf jeden Fall bis zum Ende an. Oh mein Gott. User was moved to your channel. Na? Alles fit? Bist du da? Hallo? 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 Junge, mein Drecksheadset! Marlon, bist du gerade... Warte! Ich warte. Hallo. Jetzt? Sag mal was. Hallo, hallo, hallo. Test, test, test. Hörst du mich? Ja, aber auch nur leise. Was soll denn die Scheiße? Das Drecksheadset hat 80 Euro gekostet! Junge! Puh, ich hoffe, du hast mich jetzt hier... Ich hoffe einfach für dich, dass du das Ganze ernst meinst. Ich hab's dir was vorbereitet. Ernst, weil ich hab mir nämlich dein Hack-Client nochmal angeguckt, Marlon. Und der ist echt richtig, richtig geil. Und du meintest ja auch, dass du damit richtig viel Patte verdienen willst. Und ich bin auf jeden Fall dabei, Digga. Wirklich? Ja, Mann. Verarschst du mich gerade? Nee, gerade ernsthaft nicht. Ernsthaft nicht. Meine ich ernst gerade. Muss aber nicht jeder wissen, ne? Also, ja, natürlich. Ich habe eine Idee. Ich habe hier schon einen Server. Den habe ich gerade extra aufgesetzt. Ich habe mit einem Dev telefoniert, eben noch, als du Bescheid gesagt hast. Ja. Und
Ich kann dir gleich mal nochmal zeigen, wie wir richtig geil den Heckschleim verkaufen können. Und alle denken, dass der richtig gut funktioniert. Ich habe einfach einen Vanilla-Server jetzt aufsetzen lassen, ja, wo keine Plugins drauf sind, wo kein Anti-Cheat drauf ist. Ja. Und da werden wir einfach den Heckschleim benutzen und dann sagen, dass das ein Server ist mit einer richtig guten Anti-Cheat-Protection. Und dann denken alle, dass der richtig gut ist. Das ist doch relativ geil, oder? Ich schicke dir gleich mal die IP. Warte, der schreibt mir gerade... Warum schreibt er mir denn auf Skype? Ich hab ihm zehnmal gesagt, er soll mir auf Discord schreiben! Verfickte Scheiße, Mann! Ja, Mann, ich hab da auf jeden Fall richtig Bock drauf, Marlon. Ja, ich kann dir nur sagen, also den Heckler, der ging ja so gut nach deinem scheiß Video, haben sie nämlich jetzt nicht mehr so viel gekauft, aber davor richtig, richtig viele. Das heißt also, es lohnt sich. Ja, ich hab schon überlegt, also ein paar Sachen habe ich mir auch schon überlegt, Marlon. Es wird richtig geil. Ja, nee, so viel. Jetzt, wie oft hast du den jetzt bis jetzt verkauft? Also, wenn ich die mit einrechne, die ich. Ich habe eben so zwei Idioten, die kamen zu mir und haben mich. Oh. Also, ich habe den 11-mal verkauft für 20 Euro, aber ich habe ihn 2-mal verkauft für 50, weil die so dumm waren. Die haben zu mir gesagt: Yes, ich habe wie viel kostet der Heckler? Ich habe gesagt: weiß ich gerade nicht, ich muss schauen. Dann haben die gesagt: Die haben 100 Euro Passive-Card und dann brauchen sie den 2-mal. Und dann habe ich gesagt: Ja, der kostet 50. Das heißt also, ich habe so insgesamt, glaube 280 Euro oder so gehabt. Ich weiß es nicht. Ich schaue mal gleich nach. Ja, also schon relativ viel dafür, dass, ja, das ist einfach ein scheiß Heckler ist, der nicht mehr funktioniert. Und wie läuft das dann? Schreiben die dich dann an und dann, oder hast du eine Website, oder? Ja, ich habe auf dem Video, was ich gemacht hatte, das musste ich jetzt offline nehmen nach deinem Video, aber als ich es online hatte, hatte ich meine Skype-ID darunter und dann konnten die mir schreiben. Okay, ja, nice. Und du meintest, du hättest jetzt noch eine gute Idee, sonst erzähl mir die doch nochmal. Ja, warte kurz. Der Server, das wird so geil. Mein Programmierer hat extra eingestellt, dass wir fliegen können, dass wir jeden OP-Hack nutzen können. Und wir werden einfach sagen, der geht auf jeden Server. Sonst können wir das auf Durchrasten faken. Auf Durchrasten? Ja, das wird aber echt viel Arbeit, weil das kann man nicht so einfach. Ja, und dafür machen wir viel Geld. Warum bin ich denn sonst jetzt hierher gekommen? Ja, dass du mir jetzt irgendwie beiseite stehst wie so eine Assistentin oder was? Wir überlegen uns da auf jeden Fall was. Und ja, jetzt überlegen, nicht nachher. Weil nachher habe ich da keinen Bock mehr drauf. Weil nachher heißt das wieder, ich bin der böse Marlon. Meinst du das jetzt ernst oder nicht? Marlon, ist das dein Ernst? Denkst du, ich meine was das ernst? Denn? Nein, ich meine das nicht ernst. Ich habe aber eine wichtige Frage an dich, Marlon. Hä? Was meinst du nicht ernst? Ich habe nicht, als ob oh nein, Junge, was soll das denn? Du weißt doch ganz genau, dass ich meinen Terminkalender voll habe. Ich hab nicht mehr so viel Zeit dafür! Hat der feine Herr seinen Terminkalender voll? Das glaube ich ja, dir. Ja, tut mir leid, dass ich nicht wie du zum Handlöser Wichser bin! Ich glaube, dass dein Terminkalender voll ist, weil du musst ja jetzt bald ins Gefängnis, ne? Oh, da bist du aber ganz still. User left your channel. Was, er ist rausgegangen? Oh Gott, warte, wir müssen ihn schnell wieder reinmoven. Eine Sekunde, ich move ihn einfach wieder rein. Er ist einfach rausgegangen. Marlon, jetzt geh doch nicht weg. Jetzt fängt's an. Was willst du denn von mir? Was erzählst du denn für eine Scheiße? Also, ich weiß, dass du ins Gefängnis musst, Marlon. Das ist kein Gefängnis. Das ist, der Jugendarrest. Ey, ich hab's dir doch gesagt, Marlon. Junge, ich habe dir schon ungefähr 100 Mal gesagt, Was machst du dich denn darüber lustig? Machst du auch kranke Menschen aus oder was? Nutzt du das Leid jetzt von mir aus? Verfickte Scheiße nochmal! Was denn damit zu tun? Bist du irgendwie bescheuert? Ich bin's einfach. Natürlich! Siehst du das nicht? Du lachst mich doch schon wieder aus mit dem Scheiß! Ich kann dafür nichts! Du kannst dafür nichts? Das ist dein Ernst gerade? Du meinst du, ich geh raus und putz 20 Stunden irgendwelche Ärsche von so alten Rentnern? Also erstens glaube ich wohl kaum, dass du sowas machen musst. Wo musstest du denn... Junge, ich sollte in so ein Altersheim. Ja, da musst du... Ich sollte 8 Stunden in Altersheim, 4 Stunden in diese vergammelte Scheißkirche und dann sollte ich nochmal
obendrauf, weil dafür, dass ich in der Kirche bin, muss ich dann auf der anderen Seite wieder mehr machen, dafür ein bisschen komplizierte Scheißsache, Mann! Das hast du nicht gemacht und deswegen musst du jetzt ins Gefängnis, oder was? Das hat mir nämlich... Ich sag den Namen sicher nicht. Ich hab mir einen Schulkameraden erzählt. Wer? Ja, das müsstest du wohl gerne. Wer? Das sag ich dir nicht. Sag mir den Namen. Nein, sag ich nicht. Sag mir den Namen. Max Mustermann. Sag. Nein, ich sag dir den Namen. Als wenn ich dir den Namen sagen würde, da kannst du auch noch so viel schreien, Mann. Das bringt dir nämlich gar nichts. Du wirst für deine arrogante Art nochmal richtig auf die Fresse kriegen, okay? Ich kann dafür nichts. Das ist jetzt. Ich muss freitags um 19 Uhr bis sonntags um 14 Uhr in diese Scheiße! Das viermal! Mein ganzer Monat ist im Arsch! An dem Wochenenden verdiene ich mein Geld! Das heißt, Marlon, du musst jetzt ins Gefängnis? Und meine Eltern. Ich hab meinen scheiß Dreckseltern gesagt, dass ich dann jüngeln werde. Aber die ziehen mich alle hin! Was sind denn das für kleine Nockenkinder? Also du musst jetzt ins Gefängnis, Marlon. Ja! Verfick dich Scheiße nochmal! Ey. Oh mein Gott. Und weißt du, das Dumme ist ja auch noch. Dass ich wegen dir jetzt meinen ganzen verschissenen Monat in dieser Jungen-Scheiße verbringen kann. Das ist nicht und mein ganzes Wochenende ist drauf. Und nicht nur eins, nicht nur zwei, nicht drei, sondern vier. Marlon, das ist immer noch nicht wegen mir, sondern ganz... Kann das sein, dass ich der Grund bin, warum du überhaupt existierst? Du dreckiger Spaß! Du dreckige, feile, spuckte, feile, kotzte, dreckige, Straßmure! Was denkst du eigentlich so aus? Ey, Marlon, jetzt komm mal ganz kurz runter. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dich kennengelernt habe, weil dann konnte ich nämlich mal dafür sorgen, dass du mit deiner Scheiße aufhörst und du deine Machenschaften mal beendest. Anscheinend hörst du ja damit nicht auf, aber irgendwann fliegst du nochmal richtig auf die Fresse. Ich sag dir, Marlon, wenn du so weitermachst, dann landest du mal wirklich im richtigen Gefängnis. Und wenn du so weitermachst, dann landest du irgendwann in einem verdreckten Leichenschauhaus. Du kleine Gammelfotze! Ich werde dir noch zeigen, was ich mit deinem Marlon... Du kannst jeden als Feind haben! Die ganze Welt! Jeden einzelnen Brüder draußen, aber nicht! Marlon! Oh Gott, Marlon! Denn ich bin derjenige, der dein Leben zur Hölle machen kann! Du kannst mein Leben zur Hölle machen. Also, du hast das jetzt ungefähr, ich rechne es mal über den Daumen, 10-mal gesagt und es ist immer noch nichts passiert. Der Kratzer auf dein Auto? Wird nicht das Letzte sein, was ich mache! Och Gott, Marlon, ey, ganz ehrlich. War lustig. Ey, ganz ehrlich, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr denkt, dass Marlon das verdient hat. Der muss jetzt einfach ins Gefängnis. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss der jetzt nur übers Wochenende in Jugendarrest. Das ist nochmal was anderes, aber es ist quasi wie ein Gefängnis. Ein Monat lang, jedes Wochenende, muss Marlon jetzt ins Gefängnis. Das hat er sowas von verdient, Freunde. Wie gesagt, Daumen nach oben, wenn Marlon das verdient hat. Schreibt mir eure Meinung zu Marlon in die Kommentare. Was denkt ihr, hat er den Knast verdient? Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Also, ich glaube, Marlon würde das auf jeden Fall nicht schaden. Ich war in diesem Video auf meinem Server durchrasten.de. Ist mega geil. Ihr könnt euer eigenes Grundstück haben. Würde mich mega freuen, wenn ich euch da mal drauf sehen würde. Und dann war es das jetzt mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.